Und wisst ihr, was das Play wäre für Plunderstorm? Die müssen das Ding Free-to-Play machen und auf Konsole rausbringen. Nur diesen Modus. Ja, ich meine, es geht auf Konsole. Du hast nur 6 Buttons. Das würde perfekt passen. Konsole und Free-to-Play bitte. Und dann meinetwegen mit Cosmetics und sowas, ne? So eine Dinge. So. Der Doppeljump ist schon nice, ne? An dem muss man sich wirklich gewöhnen, glaube ich. Stell mal vor, danach spielt ihr wieder Retail WoW. Und der Doppeljump ist einfach weg. Bad. So, rein geht's. Mal sehen, mal sehen. Ich finde die Rundendauer aber auch ganz gut. Oh, wir gehen da rein. Also was von. Okay, wie viele gehen da hin? 1. Dann gehen wir hier rein in die Kathedrale. Wir sind hier nicht alleine, auf jeden Fall. Da waren viele Leute mit drin. Oh, perfekt. Ich wünschte, ich könnte den anders einsammeln, als irgendwie raufklicken zu müssen. Mit einem Button oder so. Gold. Irgend so eine Dame. Genau, du bist halt ein Battle Royale. Gehst mit Level 1 rein und dann levelst du in der Runde hoch. Und nach der Runde ist alles wieder weg. Und alles wieder von 0. So, den würde ich gerne auf 2 schieben. Was haben wir hier? Oh. Schneewehe. Schneesturm mit einem Gegner, okay. Um mich herum oder um den Gegner? Oder, warte mal. Um den Zaubernden, okay. Also nicht um mich herum, nicht um Gegner, sondern um... Also um mich kommt das Ding. Ah, ich muss meine ganzen Fähigkeiten nochmal ein bisschen anders umsetzen. Bin noch nicht so happy damit. Ich will noch gern schnell Level Up machen, bevor wir rausgehen hier. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr drinnen. Ne? Nee. Gehen wir mal nach draußen. Machen wir hier mal Level Up. Ja, ich muss meine Fähigkeit nochmal umsetzen. Ah, ich glaube, ich nehme den Haken. Das Ding ist nämlich, mein Auto-Tag auf Q fühlt sich irgendwie weird an. Weil normal habe ich da immer Fähigkeiten drin. Ne? So. Oh, ein Jump-Pad von Fortnite. Schönes Level Up. Hier ist keiner mehr, ne? Würde ich sagen, hauen wir damit mal rein. Und das nochmal wieder mit. Gehen hier mal drauf. Was gibt's hier denn noch? Oh, einen dicken Schatz. Damit den Wolf. Das ist dieses Feen-Ding, ne? Wir nehmen das mal mit. Wir nehmen das Feen-Ding mal mit. Eine Feen-Kreatur kurzzeit erhöhte Wünsche, Schadensfingerung und Immunität gegen Schwächenseffekte. Ein Schneemann. Nice. Da bin ich am überlegen, ob wir vielleicht, wenn wir jetzt einen Schneemann haben und wir haben einen Eispfeil, ob wir die Ketten vielleicht austauschen für ein Snowbild. Wartet mal. Moment. Leider ein Problem gerade. Wieder mir einen Kollegen. Den müssen wir einmal wegditschen. Wir drehen gleich mal um, aber ich kann gerade nicht fighten. Ich muss einmal HP wegkiten. Ich würde ihn fighten, wenn wir wieder Full Life sind. Dann gehen wir hier zur Seite. Den kurz mal wegnehmen, ja. Ne? Ich glaube, der bringt dir sogar ein Level-Up hier. Jo. Body Slam war nicht so geil, ne? So, wo war der Kollege, der uns fighten wollte? Jetzt können wir. Vielleicht ich meinen Schneesturm nochmal wieder mitnehmen für ein Eisbild, aber...
Der wollte leider nicht, ne? Der war auf jeden Fall hier drin, aber Frage ist, ob er noch hier ist. Aber wir sind in der Zone, oder? Ja. Was sind diese Totenköpfe, by the way? Stücke Hass. Und was macht der Schneemann? Da sind welche. Wir gehen immer erst auf den mit mehr AP. Macht am meisten Sinn. Mal wegkeiten. Mal voll healen. Naja, bisher ist der neue Modus sehr, sehr nice. Also. Jo, der hat das Moped geklaut. Ich habe leider erst eine Fähigkeit, das ist mein Problem. Ah, ich habe einen Schneemann. Wir holen gleich einen Schneemann raus. Ich weiß nicht, wie er funktioniert, aber... Hier ist ein dicker Feind, da wollte ich mit. Moment. Oder ist Level 6, der Kollege? Schneemann? Okay, insane. Ich werde ja mal kurz hinfliegen, den Loot einsammeln. Weil ich habe halt nichts gelootet, ne? So, haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Ich meine, die beiden Fähigkeiten sind nicht insane, die wir haben, aber es wird hoffentlich reichen. Vor allem, wenn wir uns da mal mit reinschleichen. Nehmen wir den hier. Obwohl der andere hatte mehr HP gehabt, ne? Okay, die rennen beide weg. Nevermind. Was haben wir hier? Können die Axt auf jeden Fall aufwerten. Und das ist einfach nur ein Melee-Damage, der Schaden macht. Und die wegstößt, die Gegner. Oh oh, Kollege. Ja, die Axt hat schon lange Channel Time, ne? Kann sein. Das war guter Damage. Das Ding ist halt, ich bin so low-level, weil ich so wenig gefarmt habe. Ich würde gerne den Kollegen hier töten. Okay, der ist dead. Bleib mal kurz hier oben und staub vielleicht ein bisschen ab. Ich lasse die beiden da mal hin. Oh, mal gucken, was gibt's hier so? Aufwertung. Mein Mana-Sphäre. Nehmen wir mit. Vor allem, weil die schon epic ist, ne? Das ist ganz nice. Oh, die hat getroffen. Hat sie getroffen? Wir gehen mal hinterher. Der eine war super low. Der hat nämlich so ein hohes Level, wenn wir den down kriegen, wäre er insane für uns. Ist down, sehr schön. Und jetzt noch den Kollegen hier. Ich habe halt selber nicht mehr viel Life, ne? Aber ich konnte hoch hier. Dann kann ich kurz mal weg, weil er jetzt sein Feuerding anhat. Wirbel. Voll gestackt und ich habe seinen AOE rausgeworfen. Sehr nice. Er hielt sich. Kann ich hier kurz mal hochheilen? Ich habe halt nicht mehr so viel AP, ne? Muss aber weghalten. Na, ah, der wird mich kriegen. Schnell weg, schnell weg. Irgendwo hier war ein Stealth. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Da wäre es ja gewesen. Aber wir können jetzt dranbleiben. Ich glaube, jetzt sind wir am Drücker, sage ich mal. Nehmen wir den mit, ja, ne? Obwohl, ich fand den Mann, das Ding eigentlich ganz gut, wenn sie Midi-Range kommen. Okay, der Kollege rennt weg. Und der mag nicht mehr.
Aber jetzt haben wir... Das Ding ist, wir sind Level 4. Ich habe halt kaum Mobs getötet. Mein Problem. Das ist meine große Problematik. Ich mache das an, weil da, glaube ich, nicht reinlall. Nicht rein. Ich meine, irgendwo ist er im Stealth, oder? Das. Ne, das ist ein anderer. Oh, der ist in 8. Tschüss. Ich muss ja leider so giga reinleachen, weil ich so low-level bin. Rein. Ah, der will mich. Knock ich mal zurück. Ah, der ist Level 9, ne? Das ist das Ding. Ich glaube, wenn du irgendwo chillst und dich einfach hochlevelst, hast du schon einen sehr hohen Vorteil. Weil ich habe jetzt wirklich gar nicht gelevelt, ne? Der hat mich in Ruhe gelassen. Kann ich hier noch irgendwie Mobs töten? Nee, ne? Hier ist nichts mehr. Na, ja, das ist das Problem, wenn man nicht levelt, glaube ich. Aber man muss irgendwie einen guten Zwischending aus Leveln und Ganken finden, halt. Es gibt auch nichts mehr, was hier ist am Mobs oder so. Ah, alles ist leer. Der ist doch hinter mir, ne? Warte mal. Da war gerade eine zweite Person. Vielleicht sind die am Kämpfen jetzt. Ne, der ist noch ein höheres Level, alles klar. Das Problem, wenn man nicht levelt, Leute. Rabenfürst. Irgendwie noch weg hier. Der Ding ist, ich kann jetzt eigentlich nur versuchen wegzurennen, ne? Ich habe eine Idee. I have an idea. Wir gehen jetzt erstmal hin und lesen ein bisschen. Gehen eigentlich die Emotes hier? Slash Sit. Geht. Das ist meine Idee, Leute. Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Also wir merken uns. Early Game auf jeden Fall Mobs grinden. So viele wie es geht. So viele Mobs wie möglich einfach. Wir sind immer noch in der Zone. Behalten wir. Also viele Mobs wie möglich. Ansonsten habt ihr wirklich eine Problematik. Okay, er setzt sich automatisch nicht mehr hin. Seht ihr draußen am Kämpfen? Gucken wir uns gleich nochmal an. Viel Spaß. Eventuell kann ich irgendwie von der Range so ein bisschen reinsnipen mit meinem Eisspeer oder sowas. Mit dem Ding. Bleib jetzt mal schön hinten, ja. Guck mal, ich mache halt null Schaden. Oh no. Das war ein Fehler. Wir hätten drinnen bleiben sollen. Guck mal, wäre ich drinnen geblieben, vielleicht komme ich nochmal rein. Hätte ich die perfekte Zone. Wir lassen sie mal machen, ja. Wir gehen mal wieder nach drinnen. Ich meine, zweiter Platz ist drinnen, theoretisch. Weil wir sind hier immer noch in der Zone anscheinend. Vier Leute leben. Bin ich noch in der Zone? Also knapp. Da ist noch jemand. Oh, jetzt gehen wir rein. Jetzt haben wir einen guten Winkel gefunden. Das Ding geupgradet. Ich will wieder meinen Turm.
Ich will wieder in meinen Turm rein. Bitte nicht. GG. Aber wir sind Platz 3. Nehmen wir mit. Wir sind zweimal Platz 1 geworden, einmal Platz 3. Also unser Problem war, wir haben nicht gelevelt. Eindeutig. Deswegen würde ich sagen, ist das so der Fokus. Aber die Runden finde ich gut. Also 15 Minuten für eine Runde. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Stahlfallen. GG's.